Der Regen tat der ausgelassenen Feierstimmung in Cardiff keinen Abbruch. Außenseiter Wales hat Favorit Belgien ebenso hochverdient wie überraschend mit 3:1 geschlagen und steht sensationell im EM-Halbfinale. Schon früher am Abend gab es kühle Erfrischung von oben. Als Ashley Williams mit seinem Kopfball zum 1:1 die Wende einleitete, war kein Anhänger vor der Bierdusche sicher. In der Heimat und in Lille feierten tausende Waliser die Fußballsensation. Das ist das Beste überhaupt. Wenn es so einfach ist, warum qualifizieren wir uns nicht schon seit 58 Jahren? Großartig. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Es geht nur um Stolz, nur um Leidenschaft, um das Herz des walisischen Fußballs. Come on, Wales! Der Stolz der hochgehandelten goldenen Fußballgeneration aus Belgien dürfte an diesem Abend hingegen einen gehörigen Knacks erlitten haben. Der Favorit erwischte zwar den besseren Start und ging durch Raja Nainggolan früh in Führung, konnte aber letztlich die verletzungsbedingten Ausfälle in der Abwehr nicht kompensieren. Der Traum vom Titel geplatzt. Wir hatten viele Chancen, Tore zu erzielen, aber leider war ihre Verteidigung zu gut und wir waren nicht stark genug. Belgien hat viele gute Spieler, aber vielleicht fehlt ihnen ein Leader. Wales hat Bale und wir haben gesehen, dass er ein Siegertyp ist. Ich denke, so einer fehlt uns, ein Anführer auf dem Feld. Sie sind manchmal einfach nicht hart genug. Im Halbfinale trifft Wales am Mittwochabend nun auf Portugal. Gegen seinen Vereinskollegen Cristiano Ronaldo soll Siegertyp Gareth Bale die Waliser wieder anführen. Und das Ziel ist klar. In the final, going all the way. Going all the way, we're going all the way.